erster Gast hat relativ häufig mit Vorurteilen zu kämpfen. Welche das sind, wird sie uns erzählen. Herzlich willkommen, hier ist Juana. Hallo. Liebe Juana. Hallo. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Was sind die häufigsten Vorurteile, mit denen du zu kämpfen hast? Ja, also die häufigsten sind bei mir natürlich, ja, natürlich, ich bin blond und die sagen immer, ja, deine Tattoos, der Playboy-Hase, bist du ein Playboy, also hast du einen Playboy mitgemacht oder ja, sowas halt in der Art. Ich weiß, du hast uns gesagt, zum Beispiel so Porno-Image, genau, wird manchmal unterstellt. Genau, ja. Ja. Warum? Du meinst wegen den Playboy-Hasen und weil ich halt immer so auffallend rumlaufe, dann natürlich auch manchmal im Bikini. Aber ich mag das halt, ich bin halt eine sehr auffallende Person und stehe eigentlich auch dazu. Ja. Ich habe damit eigentlich auch kein Problem. Aber die kommen halt und dann, wenn sie sich dann mit mir unterhalten, dann sagen sie auf einmal, ach, du bist ja doch ganz anders, mit dir kann man sich ja unterhalten, mit dir. Ja? Ja, doch nicht so drauf, dass du irgendwie so ausschaust, dass du so doof wärst im Kopf. Genau, weil Blondinen sind doof, ja? Also das ist ja so ein böses, eben, also es ist eine Frechheit. Ja, aber dieses Klischee hängt ja oft irgendwie in der Luft, Blondinen wären dumm. Ja, hat dir das schon mal jemand so an den Kopf gehauen? Ja, das gab es auch schon. Bis ich dann gesagt habe, was ich eigentlich auch so sonst in meinem Leben mache, was ich jetzt noch nicht erzählen werde. Aber wenn es dann soweit ist, dann sagen sie, ach was. Ja, genau. Tattoos, da kommt da auch sowas wie Tattoo-Luder und solche Sachen? Hatte ich auch schon. Ja? Kann man so viele Tattoos machen? Und hast du nicht irgendwie mal was anderes noch in deinem Leben vor, außer dich zu tätowieren und so rumzulaufen und immer so schickimicki anzuziehen? Also grundsätzlich, verstehe ich das richtig, also dass du vom Typ ein bisschen so ein operierterer Typ bist oder ein bisschen gespritzt auch, bist du es ja Sachen machen lassen, ne? Botox, Hyaluron, dann habe ich jetzt vor kurzem mir Bauchdeckenstraffung gemacht, ich habe Fettabsaugung gemacht, ich habe die Nase gemacht, ich habe Kettlesslifting gemacht, ich habe Schlupflieder gemacht, ich habe die Ohren gemacht, ich habe eigentlich von allem etwas Alter gemacht. Falter, das ist aber wirklich eine ganz schöne Menge. Und ich sage auch immer, jeder soll so sein, wie er ist, wie er möchte und auch dazu stehen. Ich habe das auch immer alles auch öffentlich gepostet. Ja. Auch immer so gesagt, das und das habe ich getan. Bist sehr aktiv? Genau. Und die konnten auch alle bei mir das mitverfolgen. So, jetzt könnte man ja denken, dass jemand, der sich so viel um sein eigenes Äußeres kümmert, sich nur um sich selbst kümmert, ne? Ja, ich mache es halt auch, weil ich ja auch noch singe, dieses Partyschlager halt am Ballermann. Mhm. Und halt auch so, wenn ich in Deutschland, Schweiz und überall, wo ich unterwegs bin, möchte ich halt ein gutes Aussehen haben. Und ich meine, ich bin schon zufrieden mit mir, aber jetzt bin ich einfach noch ein bisschen zufriedener. Und deswegen mache ich das im Prinzip auch. Okay, also das haben wir jetzt erstmal so stehen lassen. Jetzt möchte ich mal, bevor wir beiden weitersprechen, meinen nächsten Gast begrüßen. Das ist der Thomas. Erstmal herzlich willkommen. Der Thomas. Der hat nämlich eine relativ klare Haltung, wenn es um Klischees geht. Wie ist die denn? Also, ich sehe jetzt Juana vor mir. Ja. Da sehe ich eine blonde Frau mit Haaren von hier bis nach Düsseldorf. Sehe, alles ist gemacht. Aber du kennst mich ja gar nicht bis jetzt. Aber das, was ich jetzt wahrnehme, ist erstmal das äußere Erscheinungsbild. Das ist das, was ich wahrnehme, was ich sehe. Welches Klischee würde ich für dich bedienen? Erotik, blond, von vielen Männern ganz einfach, wenn man sie so auf der Straße sieht, dann wird sie von jungen Männern angeschaut. Die können jungen, sie ja, die können sie anschauen die, ruhig. Die schauen aber erstmal nur das Erscheinungsbild von dir. Ja, aber was? Und das interessiert die Männer nicht, was aus deinem Mund rauskommt, sondern für die Männer interessiert es eher, was in den Mund reinkommt. Ja, aber Leute, die mich kennen oder zum Teil kennen, die könnten ja auch mal bei mir schauen auf meiner Seite und sehen, die macht vielleicht doch was anderes noch oder der kann man sich ja doch irgendwie unterhalten und die hat doch was im Kopf. Aber das macht euch ja alle nicht. Juana, das sieht man aber erstmal nicht. Im ersten Moment sieht man erst, alles ist gemacht, alles ist nicht mehr natürlich. Ja? Also kann auch, aber ich habe im Moment nur das äußere Erscheinungsbild. Ich habe noch kein Gespräch geführt. Ich kann nicht in den Kopf reingucken. Ich kann nicht wissen, was aus dem Mund rauskommt. Aber warum denkt ihr dann gleich, wir wären dumm? Genau, jetzt würde ich mal einmal kurz da ansetzen wollen. Denn deine Standardaussage oder deine Kernaussage war ja, wenn eine Person, ich zitiere das jetzt mal, es kommt aus deinem Vorgespräch, wenn eine Person aussieht wie das Klischee, dann denkst du, wir wären dann ist das auch so. Trifft es meistens dann trifft zu. Es in vielen Fällen trifft es zu. Also in Joannas Fall würdest du jetzt sagen, klischee-mäßig
Porno, alles geht eher auf die Sexschiene. Alles geht so auf die Erotikschiene, mhm. Ja. Vieles wird in Instagram gepostet, das komplette Leben. Ich bekomme neue Lippen, wird es auf Instagram gepostet. Ich bekomme neue Haarextensions, wird es ja auf Instagram gepostet. Aber ne? Deswegen heißt es ja nicht gleich, dass man Porno macht, weil man das postet. Pass auf, ja. Magst du dich mal mit zu uns nach vorne stellen? Stell dich mal da auf die Seite. Und ich nehme jetzt mal mein Mikro und frag mal mein Publikum, was die für eine Idee haben, was Joana wohl so macht. Wenn du sie so siehst, welches Klischee erfüllt sie für dich? Boah, schwer zu sagen. Was macht sie? Ja, sie sieht schon so aus, als würde sie halt irgendwie in der Erotik so in der Branche rumspringen, aber... Also Erotik. Aber was meinst du denn genau? Was fällt dir jetzt auf? Wegen den Playboy-Hasen jetzt oder einfach wegen den blonden Haaren oder allgemein? Allgemein, dass du halt sehr geschminkt und gemacht bist. Ja. Also du glaubst, also du würdest sie beruflich zum Beispiel jetzt eher so in der Erotik verorten. Ja. So, was sagst du dazu, also aus Frauensicht? Also ich finde, sie sieht eher aus wie eine unabhängige Frau, die machen möchte, was sie machen kann, was sie möchte. Mhm. Und ich finde auch, wenn sie sich jetzt freizügig anzieht oder Tattoos hat oder lange Haare hat, dass es nicht direkt heißt, dass es irgendwie, dass sie ein Playbunny ist oder dass sie Pornos oder sowas dreht. Mhm. Ich finde, das ist ja viel zu... So, dann kommen wir jetzt mal zu dem, was du wirklich machst, liebe Joana. Wie sieht dein Leben so wirklich aus? Also im wirklichen Leben bin ich diplomierte Pflegefachfrau. Ich war sogar 2 Jahre Nachtwachenleitung im Altersheim. Jetzt mache ich nur noch Nachtwache halt. Also in der Altenpflege? Genau, in der Altenpflege. Mhm. So, und das bist du im Alltag, wenn du mit deinen Klienten oder Patienten zu tun hast. Ja. Ja, das sehen wir es. Genau. Ja, da ist natürlich aber dein ganzer Look auch wirklich ein ganz anderer, ne? Ja, da gehe ich auch ungeschminkt. Natürlich, die Wimpern, die sind ja immer da, aber Haare zu, muss natürlich dann auch die Nägel abmachen, kein Schmuck an. Mhm. Ja. Was bedeutet dir denn dein Beruf? Also schon viel. Also ich bin gern mit Menschen zusammen, auch mit den Bewohnern. Und es gibt natürlich auch Bewohner bei uns im Heim. Als ich damals da angefangen habe, hat jemand gesagt, hey, ist sie denn wirklich so nett? Weil ich auch, die ganzen Tattoos hat sie gesehen und hat gesagt, ist sie wirklich so nett? Und dann später hat sie gemeint, oh, sie ist so eine liebe Frau, die Joana. Aber das heißt, also auch da, selbst innerhalb deines Berufs, passt ein bisschen mit dem... kein Problem, nur es klüttert so laut im Ton. Das heißt, auch dort, wo du arbeitest, da kamen durchaus auch so erste Zweifel, ob du wirklich dem entsprichst oder dem so nachgeben kannst, was die Leute so brauchen in dem Moment. Genau. Ja, so eine warmherzige, fürsorgliche Art im Grunde. Ne? Zum Beispiel, wenn ich ein Vorstellungsgespräch hatte, ich habe immer lange Sachen an, damit man nicht sofort auch meine Tattoos sieht. Ah, das heißt, aber es ist schon so, dass du merkst, dass dieses progressive Äußere, was du hast, dass das bei Menschen durchaus auch eine ablehnende Haltung hervorrufen kann? Ja. Also ich meine, jetzt hatte ich halt immer was Langes an, haben sie es nicht sofort gesehen. Klar haben sie ein bisschen gesehen, dass ich hier vorne ein paar Tattoos hatte, aber... Weil Tattoos heute gar nicht mehr so ungewöhnlich sind. Nein. Ne? Aber, was sagst du denn dazu? Ja, ich finde es toll, was sie macht. Sie bringt natürlich den älteren Herren im Seniorenheim, unwahrscheinlich viel Freude, Ich meine, allein nur durch sie jetzt, Wenn ich komme. Allein schon die Männer werden wesentlich älter, durch sie. Wesentlich älter, noch älter, ne? Nein, also, jünger. Ich bin auch immer ein positiver Mensch. Ich lache gerne, ich mache den Spaß zusammen. Ich singe auch mit denen und da freuen die sich auch. Aber findest du, also nach dem Kompliment hörte sich das jetzt irgendwie nicht so richtig an. War das als Kompliment gemeint? Das war als Kompliment gedacht, schon. Wenn ältere Männer noch älter werden, ist das dann ein Kompliment? Ja, aber ist doch toll. Sie gibt ja ihr Teil dazu, ne? Aber da gehe ich nicht ganz so aufreizend jetzt hin. Also ich habe dann schon die Haare zusammen, aber trotz allem gucken die mich natürlich auch an. Es gibt schon ein paar Bewohner, die da mal gucken. Aber für die Männer, egal ob ich jetzt 20 bin oder ob ich 80 bin, für Männer ist das doch, wenn sie jetzt zu ihrem Dienst kommt, in ihrer... mit ihrer Arbeitsutensilien. Du meinst, er macht das was Positives. Das ist doch eine Freude, das ist ja eine Lebensfreude, die sie Also das heißt, okay, das ist aber interessant, weil deine erste Bewertung sich für meinen Geschmack eher ein bisschen negativ konnotiert anhörte und jetzt hört sich das eigentlich eher positiv an. Erst bin ich hier Porno? Porno hat ja nichts damit zu tun, dass das was Negatives ist, dass es schlecht ist. Ne? Okay, aber nur so vom Gefühl, hat es sich für euch in der Bewertung eher positiv oder negativ angefühlt von seiner Seite? Eher negativ, ne? Genau. Also das war schon so, dass ich das Gefühl hatte, die Bewertung fiel eher schlechter aus. Jetzt dreht es sich auf einmal um, Und das finde ich ganz interessant, wenn man natürlich dann auf einmal hört, was jemand macht, verändert sich das Bild auf einmal. Darüber sprechen wir ja nun heute auch, dass Klischees eben da sind und mit Klischees manchmal auch aufgeräumt werden muss. Und mal gucken, wie es bei meinem nächsten Gast ist.
Ich hole ihn einfach mal dazu. Ja. Wir machen uns einfach mal nur ein Bild und gucken mal, was jeder so für eine Assoziation zu ihm kriegt. Okay? Herzlich willkommen, hier ist Markus. Hallo Markus. Vielleicht tauscht ihr mal die Plätze. Genau, einmal die Plätze tauschen, dann kann ich ein bisschen besser mit dir sprechen. Lass dich anschauen. Warte, ich muss mal gucken. Mutig. Ich hätte jetzt so eine erste Idee. Tätowierer? Nee, Hamburg-Reeperbahn. Reeperbahn. Ja. Mag ich auch. Hamburg-Reeperbahn. Hamburg-Reeperbahn. Hafen. Vor einem Hafen, irgendwo als Doorman. Als Koberer, also das heißt Tür oder Türsteher. Als Doorman, ne, der jetzt, du kommst du nicht rein, ja. Alter. Ja, die Koberer sind ja eher die also Türsteher könnte man auch Türsteher, denken, ja, vielleicht. Ja, was sagst Türsteher. Du? Eher so Türsteher-mäßig vielleicht, dass du da Türsteher? Vielleicht so in die Richtung gehst. Dann lass uns mal darüber sprechen, was du machst. Okay, also vom Beruf bin ich tatsächlich Pastor. Ich bin Theologe, ich hab sogar einen Master, ja, in Amerika studiert. Und das habe ich allerdings nur für ein Fotoshoot angehabt, ja. Ich trage einen Anzug, aber eher einen Jogginganzug, ja, weil ich arbeite, also ich bin Pastor eines Sozialwerks der Credo-Kirche Ankerplatz, und wir haben mit unserer Kirche im sozialen Brennpunkt einen Verein gegründet, und da haben wir verschiedene soziale Projekte, unter anderem Mutig und Stark, ist ein Fitness-Jugendzentrum, da wird auch geboxt, weil wir machen Selbstverteidigung, MMA. Wir wollen jungen Menschen helfen, das ist eine Begegnungsstätte, wir wollen die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, geben wir eine Chance und wollen sagen, hey, wir wollen das beste Equipment, wir haben wirklich ein unfassbar Hammerding, muss mal vorbeikommen, Britt. Ja. Und dann trainieren wir mal, ja? Ja. Und wirklich, also ganz viele Leute haben gespendet. Die Stadt hat da so Gelder gegeben, über 300.000 Euro, um dort in dem Brennpunkt, mein Oberbarm, ja, Schwarzbach, dass wir da ein Begegnungszentrum haben mit durch Sport, durch Boxen. Wir haben Basketballhalle, und das ist eigentlich so mein Herz. Aber ich bin auch als Sprecher unterwegs, habe auch ein Buch geschrieben. Ja, ich weiß, ich sehe nicht so aus, ne? Nee, aber genau. Und das ist das Interessante, ja. Weil das, ich glaube, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Genau, aber ich glaube, wirklich, damit hat irgendjemand damit gerechnet? Hast du nein, gar nicht. So, wie gehen denn die Menschen auf dich da so zu? Also wenn sie dich dann so sehen, wenn ich mal so fragen darf, so wie sind die dann so bei dir? Ja, also die Angst haben, sagen natürlich nichts, ne? Also die wechseln die Straße oder so, oder sind, ja, Wuppertal, man muss mal den Ball flach halten, Wuppertal, wir sind ja auch hier in Köln, da sehen schon viele so aus, also so ungewöhnlich ist es nicht. Aber du siehst ein bisschen aus wie ein schwerer Junge, wie man so sagt, ne? Ja. Also man würde wirklich, und du hast gehört, du wurdest direkt in der ganz harten Szene sozusagen verortet. Was sagst du, der du Theologe bist, ja, mit Gott in Verbindung stehst, ja, und genau eigentlich gefühlt die andere Richtung bedienst. Ja? Was sagst du dazu, dass Leute so auf dich reagieren? Also die andere Richtung ist ja die Frage, was heißt andere Richtung? Ja, genau. Denn Tätowierungen sind ja nur Äußerlichkeiten. Und deswegen stehen wir ja auch hier, dass dein Inneres nichts über deine inneren Qualitäten was zu sagen hat. Ja, aber darüber reden wir gerade, weil da haben wir ja wieder Vorteile. Ich glaube, sobald du mit mir ins Gespräch kommst, wirst du das auch merken. Mein Herz ist das Herz eines Pastors. Ich möchte junge Menschen stark machen. Ich möchte besonders benachteiligte Flüchtlinge. Wir setzen uns immer noch für Flüchtlinge ein in unserem Sozialwerk, Ukraine-Hilfe oder egal was. Ist mir Latte, ob das gerade modern ist hier und die Bild-Zeitung drüber schreibt oder sonst was. Wir helfen Menschen in Not, Punkt. Und egal, wie sie aussehen oder woher sie kommen. Aber schau, das Thema der heutigen Sendung ist Vorurteile. Also und Thema ganz konkret, Optik ist nicht alles, ich bin anders, als du denkst. Ne? Genau. Jetzt ist es aber erstmal in der ersten Sache so, dass ich einen Menschen erstmal sehe. Ich habe ein Bild, das nehme ich wahr, darüber mache ich mir Gedanken, und da kommen dann diese Äußerungen zustande. Aber warum muss man sich Gedanken machen? Du darfst ihn doch einfach so machen, wie er ist, wie er möchte. Absolut. Und einfach, man braucht sich eigentlich gar keine Gedanken machen darüber. Aber die Frage ist das mache ich ja auch. Warum? Wie machst du dir weil du hast ja die Vorurteile gegen uns, hast ja eben gesagt, gegen uns, dass wir, wenn wir so aussehen, denkst du gleich, oh Gott, was ist das für eine? Macht die da mit irgendwelchen Männern rum oder sonstiges? Nein, am besten, man macht sich gar keine Gedanken. Einfach
Ah, sieht cool aus, cool. Aber lass es doch machen. Ich finde das ganz unsere Gesellschaft macht sich aber Gedanken. Ja, aber das ist furchtbar, ne? Das finde ich schlimm. Nee, das ist nicht schlimm. Ich glaube, wir brauchen uns zur Orientierung. Ja, das ist nicht schlimm. Aber es braucht immer wieder die Reflexion. Ja, die Selbstreflexion. Wo habe ich selber Vorurteile? Ja. Ich finde es immer noch traurig, dass manche Berufe nicht möglich sind wegen einer bestimmten Optik. Mhm. Als Pfarrer kannst du doch nicht so aussehen. Doch, kannst du. Kannst du auch als Politiker, solltest du auch als Polizist, solltest du auch als sonst was, weil dein Äußeres egal sein. Also bei uns gibt es aber auch Pflegeheime, die uns nicht so wollen, auch in der Schweiz. Ab, ja, im Moment. Ich arbeite ja in der Schweiz und da sind die manchmal auch sehr konservativ. Gut, dass du das auch sagst, ja, also, dass du durchaus auch schon Ablehnung da erfahren hast. Vor allen Dingen muss man auch einmal umdrehen. Es gibt ja auch so viele Menschen, die so wahnsinnig anständig normal, sag ich jetzt mal, aussehen. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es ganz bar dahinter. Ne? Also das dürfen wir nicht vergessen. Wir finden es natürlich viel interessanter jetzt, ich sag mal, schillerndere, ja. Person, und ich bin auch Familienvater. Also ich habe vier wunderbare Kids, die sind der Hammer. Und ja, ich glaube, wir würden schnell warm werden, Thomas. Okay. Absolut. Da bin ich mal gespannt, wie es mit meinem nächsten Gast aussieht. Warte mal, ob du mit dem auch oder ihr mit dem auch warm werdet. Denn auch er hat tatsächlich echt eine Menge Vorurteile erlebt, auch aufgrund seines Aussehens. Und welche das sind, werden wir besprechen. Aber vorher wollen wir uns selber ein Bild machen. Herzlich willkommen, hier ist Patrick. Dass du da bist, ja, Patrick. Ich habe gerade gesagt, du hast in deinem Leben auch viele Vorurteile kennengelernt. Ja, also. Und deines Äußeren. Genau. Erzähl mal. Also, wie man sieht, falle ich optisch aus der Norm des klassischen Mannes, um es mal so zu sagen, durch mein Make-up und die ganzen Operationen. Mhm. Und da sind halt auch tatsächlich die Vorurteile, dass ich entweder einen reichen Sponsor habe, dass ich auch was im Erotikbereich mache und natürlich auch, dass ich dumm bin. Mhm. Also du fällst natürlich in der Tat auf und jetzt gar nicht nur, weil du natürlich weiblich aussiehst, ja, sondern weil du relativ extrem aussiehst. Ne? Das ist aber ja auch was du genauso willst im Grunde. Ja? Genau. Warum?